Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard von Router Toys. Schön, dass ihr dabei seid, mich freut's. Heute wieder mal von einer komplett anderen Kameraperspektive. Heute dürft ihr mich Gott sei Dank einmal nicht sehen. Wenigstens etwas Positives. Nein, Schmarrn. Und zwar, ich habe es euch ja versprochen, dass ich ein Lego-Video machen werde. Und zwar als wirklich alter Ghostbusters-Fan. Also, ich mag es einfach. Ich habe früher als Zeichentrick geschaut, ich mag die ganzen Filme, ich könnte mir es 100-mal anschauen. Und den kleinen Ecto 1 habe ich auch mehr oder weniger verpasst gehabt, wie sie ihn ausgebracht haben von Lego. Und jetzt haben sie den großen Ecto 1 ausgebracht. Ich glaube, bei dem Modell ist das Einfachste, wenn ich euch gleich einmal das Negativste sage. Das Negativste ist eigentlich der Preis, weil ich ja wirklich persönlich einfach sage, Lego ist steuer. Der UVP vor dem Ganzen wäre bei 199,95 oder 99, also 200 Euro grob gesagt. Bei uns kriegt es billiger, bei uns kostet er 179 Euro. Zum Empfehlen ist für die zum Beispiel auch, die vielleicht unsere Bonuskarten schon voll haben, wo es dann nur 10% Rabatt kriegt, dann kriegt es wirklich zu einem super tollen Preis. Das andere, was jetzt dann auch negativ ist, aber wie gesagt, da muss ich den einen Lego Support kontaktieren. Das läuft nicht über unseren Großhändler oder sowas, aber wenn irgendwas kaputt ist oder beschädigt ist von den Teilen her oder fehlt, muss ich euch empfehlen, meldet euch direkt bei den Herstellern. Das heißt, wenn bei Playmobil irgendwas abgeht, dann direkt über Playmobil, weil dann geht es nicht über Simecker, sondern kriegt es das kostenlos von Playmobil zurückgeschickt. Bei Lego, glaube ich, ist genau auf derselben Ding. Also wie gesagt, bei denen werde ich beim Support anfragen, werde ich es einer sagen. Und zwar hat nämlich die, ich nehme jetzt den einfach einmal, vielleicht sieht man es, ist nämlich die Frontscheibe. Die hat einen ganz dicken Kratzer drin. Und bei so einem Dian-Modell muss ich ganz ehrlich sagen, das muss nicht sein. Und ich glaube, da ist Lego auch so fair. Und stellen wir ein bisschen so her, ist Lego auch so fair und schickt dann das Ding als Ersatzteil zu. Weil es ist jetzt kein Teil mit dem, wo man spult, sondern es ist einfach etwas, wo man sich hinstellt und genießt. Und dann fangen wir jetzt auch mit den ganzen anderen tollen, positiven Sachen an. Genau, es sind 2352 Teile. Es bleiben einige Teile über als Reserve, was ich natürlich auch sehr positiv finde. So, wo fangen wir denn an? Vielleicht seht ihr es, ich schiebe mir jetzt einmal. Seht ihr das? Also das ist mit der Achse verbunden, das Radar und so weiter, dreht sich alles schön mit. Er hat übrigens eine Lenkung, die haben sie da rum schön mit eingebaut. Also man kann wunderbar mit dem da rundum lenken. Seht ihr es? Dann, wenn wir schon auf der Seite haben, ich mache jetzt mal den Motorhaum auf. Die haben wir geschaut, dass sie den Motor schön hinbringen. Und klack, Klappe zu, Affe tot. Da ist die kleine Falle. Oh, Entschuldigung, die kleine Falle, ich muss erst schauen, weil ich habe, sonst bin ich es gewohnt, dass die Kamera vor meinem Gesicht ist, jetzt ist so neben mir. Eine kleine Falle, die wo hinten am Kofferraum reinkommt. Also ich habe gesagt, die haben selbst, ich weiß nicht, ob sie es seht, weil wenn ich jetzt auf T mache und tue dann wieder auf T, Moment, die haben selbst bei der Autobatterie die Kabel hier da. Und ich finde es toll. Ach ja, was ich nur sagen muss, wenn wir gerade bei den positiven Sachen haben. Bei dem Modell finde ich es einfach nur klasse, dass Aufkleber haben. Das Ghostbuster Logo auf die Dinger. Das ist ein Print. Der Rest ist Aufkleber. Ich muss ganz ehrlich sagen, also laut Ding, es ist ja vom neuen Ghostbuster Movie, da ist ja der Ecto 1 ein bisschen runtergekommen. Ich möchte ihn neu haben, ich möchte ihn aus den 80er Jahren haben, ohne Roststeine und so weiter. Deswegen habe ich eben die Rostflecken nicht aufgetaucht. Die haben bei mir auf dem Stickerbogen nur drauf, von daher bin ich ehrlich gesagt wirklich ganz stark froh, dass das Ganze Sticker haben. Und das finde ich toll, dass das ein Print ist. So, wo tun wir denn weiter? Türen sind aufmachbar. Also man kann die Türen aufmachen. Dann sieht man in das Innere eine. Schauen wir mal, ob man mal was eine kann. Seht ihr es? Armaturenbrett ist da, Lenkrad ist da unten. Gaspedal, das ist einfach alles drin. Wirklich alles, was man braucht und haben möchte. Ich drehe jetzt einmal um, dass man von der Seite mal sieht, ich sage, die Heckflossen mit den Rücklichtern, einfach nur klasse. Da kann man die Tür aufmachen
Und jetzt muss ich gerade schauen, wie die Funktion sehe. Zack! Der Sitz geht raus. Natürlich kann man wieder rein da. Also, wie gesagt, sie haben sich da wirklich sehr gut dran gehalten. Es ist auch innen drin, kann sich der Sitz verschieben. Natürlich kann man auch die Beifahrerseiten aufmachen. Na, jetzt geht es wieder nicht rein. Ja, also, weil der Sitz nicht ganz drin ist. Irgendwas. Jetzt. Beifahrer kann man natürlich auch reinschauen. Ist sogar, jetzt komme ich nicht hin, Marshmallow-Schachtel drin. Aber, wenn wir wieder bei den Details sind, ich halte es mal in die Kamera rein, vielleicht sieht man es ein bisschen. Die ganzen Instrumente haben mit drin, genauso wie auf derer Seite. Da sieht man es jetzt leider nicht so. Schade, dann halte ich es euch lieber nicht in die Kamera rein. Ja, aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen, jetzt sind wir bei der Heckansicht, man kann das Heck, Hecklappen aufmachen, dann kann man eben die Falle wieder einstellen. Und da ist dann auch ein Mechanismus drin, dass quasi unterm Fahren die Falle rausgeht. Also ich bin von dem Modell, erstens, ich bin einfach Ghostbuster-Fan, aber allgemein bin ich vom Modell, so wie sie es gemacht haben und so weiter, super, super zufrieden. Auch die ganzen Steinchentöne passen zusammen. Da ist jetzt ein Fenster dabei, das wo einen anderen Ton hat, das ist wirklich eine Farbe. Das finde ich super, nicht so wie mein Lamborghini oder beim 500er Fiat, dass man unterschiedliche Farbtöne drin hat in einer Farbe, das finde ich einfach nur katastrophal. Und vor allem, ich muss es immer wieder sagen, ich bin auch einer, der wohl wirklich Lego auch gern kritisiert, weil Lego immer sagt, ja, von der Qualität her, Qualität ist aber auch, dass die Farbtreue da ist. Und die Farbtreue ist eben bei Lego leider nicht mehr überall da. Und da ist da, also wie gesagt, ich kann bei dem Modell nichts negativ sagen. Ich bin einfach nur extrem positiv eingestellt über das Ganze drum. Und was ich mir auch noch mitbestellt habe, weil ich einen totalen Schuss habe, das werde ich euch aber dann verlinken, weil ich probiere es erst einmal selber aus. Das ist die komplette Licht- und Soundanlage für den. Der ist dann, also das nicht ferngesteuert das Auto, sondern ferngesteuert an die Lichtsachen und der Sound ist ferngesteuert. Und das baue ich ein. Wenn das funktioniert und wenn das dem entspricht, was jetzt ich erwarte, dann werde ich euch das Ganze auch nur verlinken, beziehungsweise extra nur ein kleines Video machen, wo man sich das Ganze anschauen kann. Und dann werde ich euch einen Affiliate-Link unter das Video setzen. Wer es dann kaufen vermöchte, der kann es dann noch drucken kaufen über Amazon. Und ja, ich habe es über Amazon gekauft, aber ihr wisst ja nicht, welcher Händler das ist, weil es gibt so viel. Und das eine ist wirklich Schund und das andere ist in Ordnung, also ich würde so ausgedacht, dass es in Ordnung ist. Und ja, wie gesagt, einfach mal ausprobieren und dann sehen wir es eh, wie das sich verhält. Von ganzem drumherum, wie gesagt, es ist Lenkung eingebaut. Es ist einfach, es ist bei dem Modell an alles gedacht worden. Ich sage mal, es ist zum Einordnen, wo zum Beispiel jetzt der Bulli ist oder der Aston Martin, würde jetzt ich persönlich sagen, was die Fahrzeuge betrifft. Und da ist er das größte Modell für alle. Und wenn man das dann zum Beispiel mit einem VW-Bus vergleicht, was jetzt der für Funktionen hat, eigentlich nur das Dach auftäter und die Seitentüren aufklappen, hat er mehr Funktionen. Also das macht den Preis im Lego-Universum, sage ich jetzt einfach. Im Lego-Universum macht es den Preis wieder legitim. Allgemein ist einfach meine Meinung, dass Lego trotzdem zu teuer ist. Das ist einfach. Das Modell, wenn ein UVP hat von 169 oder 179 Euro, dann ist sagen, okay, weil dann kannst der Händler für, ja, ich sage jetzt mal, 139 oder 149 Euro verkaufen, irgend sowas und im Dreh rum. Wenn dann der Ausverkauf ist, wenn sie es ausramschen müssen, also der Zwangsverkauf wieder irgendwann einmal, dann kann man es ihm vielleicht für 119 oder 129 Euro ergattern. Aber ja, wie gesagt, es ist halt einfach im Allgemeinen von den Preisen her immer ein wenig teuer, aber wenn man es vergleicht mit den anderen in der Kategorie, wo ich jetzt den Ecto 1 einfach reintue, sage ich, ist der Preis trotzdem angemessen. Also zumindest der Preis, was er bei uns hat mit 179, da ist er angemessen und ja, ich bin einfach happy. Und apropos Lego, also wer die ganze Sache mitverfolgt hat bei uns, mit dem ganzen, ja, wie soll ich denn sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Hate-Video, direktes Hate-Video war es nicht, aber ich bin auch selbstständig und ich weiß, wie das ist, wenn man kurz vorm Ding steht, wo man nicht weiß, wie geht es jetzt weiter.
Und das sind Ängste, was mir da durchsteht. Und die Ängste, wo da der Thorsten durchgestanden hat, Gott sei Dank steht einem Human auf der Seite bei, die wünsche ich keinem Menschen. Das ist etwas extrem Schlimmes. Aber ich finde es wirklich happy, dass sie Lego jetzt soweit schon eingerückt hat und dass das Ganze, was heißt, vor Gericht wird, dass einfach eine Lösung gefunden wird. Und das finde ich natürlich toll, dass der Lego kompromissbereit ist. Ich hoffe, dass dann Human kompromissbereit ist und dass die da wirklich eine Lösung finden, weil es geht ja nur um die Minifiguren mittlerweile. Und weil die Sets einfach toll sind. Es ist einfach preis-leistungsmäßig top. Ich habe Human im Angebot drin gehabt, bis der Großhandel eingestellt worden ist. Und die Leute, die es gekauft haben, die sind super happy damit. Ich habe auch schon mehr Set zusammengebaut. Es ist von der Qualität her, hängt das Lego gar nicht hinterher, finde ich. Nur ist halt Lego in der Richtung speziell, was eben gewisse Sachen betrifft. Ist haben einfach nicht eine Lizenzsachen. Aber trotzdem müsste Lego bei den Kindern einfach schauen, also bei den Non-License-Artikeln, wie eine eigene City-Sache und so weiter, dass da vor die Preise einfach humaner werden. Jetzt kommt der Zug, Entschuldigung. Also das ist meine Einstellung dazu, dass Lego einfach vor die Preise her, was die Kindersachen betrifft, runtergeht. Da sehe ich es jetzt auch, wenn man Fan ist, wie ich zum Beispiel, dann kauft man es ihn einfach, weil er einem gefällt. Nicht, weil man einfach haben muss, weil es Lego ist, sondern weil man Fan ist. Und da kann man sowas schon mal machen. Darum haben wir auch die Licht- und Soundfunktion nur dazu gekauft, beziehungsweise bestellt, die ist erst noch auf dem Weg. Wenn einem was gefällt, hat man einfach seinen Vogel. Es ist so. Also gesagt, ich bin total happy mit dem Ganzen. Ja, und ich wünsche euch jetzt nur einen schönen Abend und einen schönen Tag. Macht's gut. Pfiat euch, euer Bernhard von Ruta Toys.